2 Minuten bis zum nächsten Checkpoint. Na, die schaffen wir doch garantiert. Ich glaube, ich habe... Ja, die Meisterschaft heißt hier Tour. Oh, da ist er ja wieder. Die Polizei gibt einfach nicht auf. Anscheinend haben die nichts anderes zu tun. Ja, anscheinend haben die nichts anderes zu tun. Da gibt es so zufälligerweise mal welche, die falsch parken. Ja, darf ich jetzt auch mal sprechen? Also, Tour habe ich glaube noch nie mit. Ja, das ist definitiv wahr. Weil deine Karre zu breit ist. Also, hatte ich noch nie mit normalen Schwierigkeitsgrad gespielt. Ich glaube, bloß mal einen einfachen. Wenn du noch einmal mich da unterbricht, dann hau ich den einfach einen auf die Fresse, damit er sich ja. Soll ich den doppelt auf die Fresse? Und der Daumen, diese Magma-Day-Scheiße. Der Facepost. So, es nimmt mit mir auf. Nö, lieber nicht. Okay. Da sieht man mal, wie gefragt wir sind. Du vergeudest deine Zeit. Geh nach Hause zu Mama. Nö. Wie gesagt, der Krüger hat schon so einige Sprüche auf Lager. Huch! Alter! Alter! Ja, ich glaube, ich war jetzt ein bisschen sprachlos, aber das Spiel ist auf einmal abgestürzt. Jetzt müssen wir alles nochmal von vorne anfangen. Schau genau hin. Ja, ich schau genau hin. Ja, wer weiß, was da vorhin passiert ist. Da war plötzlich... Krüger hat Verstärkung bekommen. Seien Sie darauf vorbereitet. Aha. Die hatte der aber auch schon vorher. Also ich weiß nicht, was da vorhin passiert ist. Er hat einfach nur eine... Fehlermeldung aufgeploppt und dann, ja... durfte ich das Spiel nochmal von vorne anfangen. Also nicht das Spiel, sondern bloß das Rennen hier. Alter! Diese Steuerung aber auch. Die ist sowas von verrückt, genauso wie dieses Let's Play, wenn da die Menüaufnahmen fehlen und dann ich das Spiel nochmal. Nicht das Spiel nochmal von vorne anfangen darf, nur weil da ein Fehler passiert. Aber meine Güte, das ist menschlich, das ist normal, dass immer sowas passiert und deshalb kommt das trotzdem online auf YouTube. Da braucht er gar nicht so zu meckern. Hat halt euren Spaß dran. Lach kann. Bist mich noch nicht los. Das hat gerade irgendwie sehr gut gepasst. Also, Punks fahren in der Regel nicht Lamborghini, soweit ich das weiß. Fahren in der Regel sowas, was deine Kollegen fahren, wollte ich nur mal sagen. Alter! Halten Sie die Augen offen, sonst könnten sich Polizeisperren auf dem Weg befinden. Ja, und zwar mehr als genug. Ja, was sind wir denn für welche? Ich bin Kepo 94. Geh nach Hause zu Mama. Nach Hause zu Mama! Ich bin also Kepo 94, der meistgesuchte Terrorist aller Zeiten. Ich habe nichts anderes gemacht, als nur mit... als mit 200 km/h durch die Stadt zu heizen, also, ja. Also ich glaube, Raser kriegen eine Sonderbehandlung. Von mir zu viel. Glaub mir, du willst nicht, dass ich dich in die Finger bekomme. Wer weiß. Na, der Sprung ist diesmal nicht so gelungen wie vorher. Auf Wiedersehen. Wieso meinem Hintern? Alter! Du Scheiß-Teil! Ich will vorwärts!
lassen aber auch keinen vorwärts. Das sind... Meine Güte, ist das vielleicht ein Spiel. Du kannst fliehen, du kannst dich nicht verstecken. Du kannst fliehen, aber du kannst dich nicht verstecken. Ja, Krüger, danke für diese hilfreiche Information. Deine Karre fliegt auch aber ziemlich realistisch durch die Gegend. Genauso wie wenn man mit 120 bei GTA 4 gegen eine Bordsteinkante fährt. Ah, kennt ihr den Spruch? Das ist der erste Intro. Also, der gute Herr kann auch Englisch sprechen. Schau genau hin, da wartet die Straßensperre, die ich abkratzen werde. Ja, wenn du das noch einmal sagst, dieser scheiß Stimme, dann könnte ich dich anrufen. Los, make my day. Könnte ich dich aber sowas von auf die Fresse schlagen, das glaubst du gar nicht. Okay, Runde Nummer 2. Ja, ich fühle mich gut. Ich bin kein Punk. Runde Nummer 2. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Wo du auch hin willst. Ich bin diesmal scheint es zu klappen. Na, wer weiß. Wird ein ganz schön verrücktes Let's Play. Mich noch nicht los. Naja. Wird ein ganz schön verrücktes Let's Play. Also Menüaufnahmen haben da schon mal nicht funktioniert. Und ja, ich muss dauernd F9 drücken, wenn ich hier ein Rennen starte. Außerdem würde ich mich bestimmt schon freuen, wenn da zigtausende Fraps-Aufnahmen im Fraps-Ordner liegen. Wo du auch hin willst, ich bin schon da. Ah, Alter, das ist ein verdammter Stalker. Alter! Ich sag einfach mal gar nichts zu der Steuerung. Die ist einfach nur verdreht. Halten Sie die Augen auf. Es sind Straßensperren auf Ihrer Strecke. Ja, danke für die Information, aber ich brauche jetzt Schadenreparatur. Gib Gas, es wird dir nichts nützen. Alter, wie wenig Schaden hat denn der? Ja, gar nicht. Hm. Ja, wunderbar. Ich bin schon da. Ja, du Stalker, jetzt halt die Fresse. Ich brauch Schadenbonus. Unbedingt. Guckt euch doch mal an, wie die Karre aussieht. Da fährt doch kein normaler rum, außer in GTA 3 oder GTA Vice City. Das San Andreas. Alter! Machen wir Ballett? Oh! Und warte mal, wir haben doch noch... Gib Gas, ich will dir nichts mit. Alter! Von was wurde ich denn jetzt abgelenkt? Da war doch gar nichts! Da war gar nichts auf der Strecke und trotzdem hat er einen Unfall gebaut. Also wie gesagt, ein verrücktes Let's Play wird das diesmal. Ein total verdrehtes, verrücktes, fehlerbehaftetes Let's Play. Ja, irgendwie hast du recht. Aber immer zur passenden Zeit. Flugzeug! Oh, schade. Aber bald. Bald bin ich dich los. Bald. Oh, Schadenbonus. Reparaturbonus. Alter! Das weiß ich bereits. Die Kuh muss mir schon dreimal sagen, dass die, dass der... Ja, ich weiß. Also, die hat mir schon dreimal gesagt, dass der Verstärkung hat. Ich kann mich erinnern. Im zweiten Teil war der Wagen noch richtig an der Straße festgehalten worden. Und hier fliegt der... ununterbrochen rum. Hey, da hat jetzt auch ein Cabrio. Wunderbar. Man sieht, die entsprechenden Spielerfiguren sitzen auch am Steuer. Ein sehr weiter Fortschritt. Du versuchst von mir zu fliehen. Glaub mir, du willst nicht, dass ich dich in die Finger bekomme. Wenn du so leise sprichst wie ich, könnte ich dir jetzt mal an den Arsch kurz in dein Ende, werde ich auf dich warten.
Ah. Na gut, versuch's mal. Das Rennen ist eh bald vorbei und dann endet's mit einer Fehlermeldung. Alter! Die Steuerung, also... Wie gesagt, müsst ihr selber mal spielen und ja... euch selber einen Eindruck von der Steuerung machen. Schau genau hin, erwarte die Straßensperren. Ich hab krass gelernt. Wie gesagt, ich bin irgendwie zu alt für den Scheiß. Fühlst du dich gut? Danke. Alter, der kann meine Gedanken lesen. Ich hasse das, diese Sperren zu durchfahren. Keine Fehlermeldung, keine Fehlermeldung, keine Fehlermeldung, keine Fehlermeldung. Ende. Werde ich auf dich warten. Ja, aber ich bin doch... Huch, da ist er ja wieder. Der hat sich auf einmal gespawnt. Okay, dann mache ich mal wie immer einen Cut an dieser Stelle und dann sehen wir uns beim nächsten Rennen hoffentlich ohne Fehlermeldung. Also, bis gleich. Yeah, Funky Baby, hier ist wieder euer Kepo 94 zurück bei Autobahnraser 3 und jetzt im Hamburger Hafen, glaube ich. Alter, die kommen auch nicht mit der Steuerung klar. Ich mag das nicht. Ja, ich weiß. Ich mag das nicht. Ja, man sieht auch, die LKWs können sehr realistisch umfallen. Aber man muss sagen, die Musik ist auch schon ein klein wenig funky. Aber das ist eigentlich egal. Ich will den Euro da haben. Vom Imbiss. 500 Euro vom Imbiss. Pass auf, Babe ist auf der Piste. Welche Babe? Egal, 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 egal. Steht überall. Egal, egal, egal. Was singt die? Tequila? Nö, jetzt nicht. Ich soll nicht während ich fahre trinken. Besonders nicht, wenn ich dieses Spiel spiele. Wenn man dieses Spiel spielt, sollte man auf keinen Fall trinken. Alles, was hier ist, ist irgendwie unzerstörbar. Warum wir jetzt auf sandigen Pisten fahren? Also wie gesagt, ich hatte schon mal eine Klassenfahrt mitgemacht durch Hamburg. Papa, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Und wir sind definitiv nicht durch einen Streckenteil gefahren, wo Hamburg so aussah wie da vorhin. Aber Hamburg durften wir auch schon mal im zweiten Teil fahren. Allerdings in einer etwas ruhigeren oder mehr gesagt lauteren Umgebung. Alter! Willst du mich zum Sinken bringen oder was? Ja! Das will ich! Unbedingt! So, da oben gibt es auch noch ein paar Scheinschirme. Ja, wenn ihr halt mal Zeit habt. Wer als erstes an der Bar ist. In der Bar ist, dann gibt's. Genau. Ja, wie gesagt, wenn ihr mal zufälligerweise in Hamburg seid und ja, findet solche. Ja. Nicht schon wieder. Wir müssen nochmal anfangen. 3, 2, 1. Weil mal wieder diese schöne Fehlermeldung angezeigt wurde. Ach ey, je, Autobahnraser 3, du machst das verrückteste Let's Play aller Zeiten für mich. Ja, mit schönen Flügen, mit schönen Fehlermeldungen. Kraft und Eile waren noch nie gut für die Menschen. Nee, war noch nie. Da hast du vollkommen recht, mein Guter. Auch wenn du die... sagen wir mal, schlechteste Karre für dieses Rennen hast. Wartet auf mich, Jungs! Nein! Immerhin fahren zwei Mädels mit. Immerhin!
Aber es sind in der Regel immer Firmen, die mitfahren. Warum kann mir die Fehlermeldung nicht egal sein? Ganz ehrlich.